ich sag mal, der Angriff auf den Irak kann jeder verstehen. Ja. Die Amerikaner kommen mit Flugzeugträgern, die Flugzeuge heben ab und es hämmert einfach Bomben runter. Das kann man nicht übersehen, wer der Angreifer ist. Das war Tony Blair und Bush, die übrigens Kriegsverbrecher sind, weil das ist verboten. Warum sind sie dann nicht in Den Haag? Weil sie zu mächtig sind. Also das ist der Punkt. Wir haben seit 1945 haben wir die UNO-Charta. Die UNO-Charta wurde unterschrieben eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir hatten 60 Millionen Toten im Zweiten Weltkrieg. Hitler hat Polen überfallen. Der Überfall von Deutschen auf Polen ist illegal. Die Idee war ganz klar, dass man sagt, ein Land darf ein anderes Land nicht überfallen. Das machen wir jetzt in der UNO-Charta fest. Und in meinem neuen Buch, eben Illegale Kriege, gehe ich dann durch verschiedene Konflikte und zeige, wie die UNO-Charta missachtet wird. Den Fall von Kuba habe ich schon erwähnt, hat die CIA Kuba angegriffen, ist illegal, aber jetzt müssen Sie ein Detail verstehen. Im UNO-Sicherheitsrat haben wir 15 Nationen und von den 15 Nationen sind 5 ständige Mitglieder des Sicherheitsrates. Das ist die USA, das ist Frankreich, das ist Großbritannien, das heißt dreifache NATO-Präsenz im Sicherheitsrat, dann noch China und Russland. Und die NATO-Länder, wenn die ein Land überfallen, dann müssten sie eigentlich verurteilt werden. Sie haben sich gefragt, warum ist Bush und Blair nicht vor dem Strafgerichtshof in Den Haag? Und die Antwort ist eben, weil sie im UNO-Sicherheitsrat sind. Und im UNO-Sicherheitsrat können sie mit einem Veto eine Verurteilung ihrer Kriege immer verhindern. Also das ist etwas, was viele Leute überhaupt nicht begriffen haben. Aber ich muss das kurz erklären. Als Saddam Hussein 1990 in Kuwait einmarschiert ist, im August 1990, hat der UNO-Sicherheitsrat sich sofort getroffen und gesagt, das ist illegal. Das ist ja wie Hitler und Polen, das ist jetzt Irak und Kuwait, geht nicht. War auch richtig so, es war illegal. Aber als eben sozusagen die USA 1964 Vietnam angegriffen haben, gab es diese Sitzung vom Sicherheitsrat nicht, weil die USA ja sofort ihr Veto eingelegt hätten. Oder als die Engländer und die Franzosen 1956 Ägypten bombardiert haben, das war die Suezkrise, konnten sie im Sicherheitsrat nicht verurteilt werden. Weil sie sind ja NATO-Länder und sie schützen sich mit ihrem Veto im Sicherheitsrat gegen eine Verurteilung. Das bedeutet, nur die Kleinen werden verurteilt. Und wenn Sie den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag anschauen, dann sehen Sie, dass dort eigentlich nur irgendwelche afrikanischen Despoten vorgeführt werden, die auch Kriegsverbrechen begehen. Das möchte ich ja gar nicht irgendwie verharmlosen. Es ist richtig, dass die vorgeführt werden. Aber die größten Verbrecher, eben ein Bush, ein Rumsfeld, ein Cheney, die müssten nach Völkerrecht dorthin. Kommen sie nicht und das hat einfach mit Macht zu tun. Es hat nur mit Macht zu tun, nicht mit Recht. Und Sie sehen auch, dass in den öffentlichen Medien sich fast niemand getraut, das immer wieder zu fordern, sondern man schreibt vom ehrenwerten ehemaligen Präsidenten und was auch immer. Also es ist unerträglich.